Hallihallo und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Grimmige Legenden. Der Fluch der Braut. So, wir müssen immer noch die Perücke irgendwie füllen. Den Tischstoff haben wir. Den haben wir auch schon eigentlich reingebastelt. Das Problem ist, wir können die Perücke immer noch nicht färben. So, da ich aber letztens auf die Karte geguckt habe und wir können immer noch was an der Kreuzung machen, denke ich mit dem Tischstoff, dass ich das Sieb damit auspacken kann. Weil der Tischstoff ja so fein ist. Ich sollte den Tischstoff an den Rahmen befestigen. Dafür haben wir die Klammern. Jetzt haben wir uns ein eigenes Sieb gebastelt. So, damit können wir zu den Kohlestaub gehen und ein bisschen Kohle rausfächern. Und jetzt haben wir Kohlestaub. Damit können wir jetzt die Perücke färben. Woher ich das weiß, ich habe das jetzt einfach so kombiniert, weil... Der Tischstoff ist nicht weggegangen. Wir haben noch ein Ausrufezeichen nur noch an der Kreuzung gehabt. Und das Einzige, was wir da machen konnten, war das Sieb anklicken. Irgendwo logisch. Also, naja. Oder auch nicht. Was soll's. Das packen wir jetzt einfach damit rein. Zermalen das ein bisschen zur Farbe. Daraus kriegen wir komischerweise braun. Und jetzt haben wir eine braune Perücke daraus gebastelt. Jetzt packen wir darauf noch den Schleier. Und haben damit so eine Perücke geschaffen. So. Sieht zum Verwechseln eh nicht. Genauso fett. Wir brauchen jetzt aber noch Blumen. Und da weiß ich im Moment nicht, wo wir hin können. Blumen. Ach, auch an der Kreuzung. Die Kiste. Und hier ist noch eine Kiste. Und da sind Handschuhe. Ach stimmt, die Handschuhe brauchten wir auch, genau. Stimmt, da war ja was. Dann gehen wir jetzt zurück ins Schlafgemach. I heard the door open. It's Lily. Oh. Ja, es ist Lily. Almost ready. Pick some flowers from my bed. We still need a bouquet. Then add it to the wedding dress. Put it all on and come back to me. Ich dachte schon. So. Stelle einen nützlichen Gegenstand her. Jetzt darf ich Gärtner spielen und Blumen suchen, oder was? Ach du Heilige. Alles, was grün ist, wird angeklickt. Okay, das war's aber nicht. Gott, wenigstens liegt hier ein bisschen Unterwäsche rum. Da habt ihr wenigstens ein bisschen was zu gucken. So. Oh Gott, grün. Da haben wir wenigstens schon mal das fertig. Da hier auch alles so gut beleuchtet ist, meine Fresse. Hier sieht's aus wie nach der ersten Hochzeitsnacht. Scheiße. Aber alles Kacke. Ich suche immer noch nach dieser einen blöden Blume. Finde ich sie? Nö. Brauchen wir sie? Ja. Bin ich verzweifelt? Teilweise. Alter, ich dreh gleich am Rad. Okay, da ist das. Es fehlt aber immer noch ein Blumenstrauß. Ach, das soll der sein. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Kranz oder so, ey. So, und jetzt fehlt uns noch so ein scheiß schwarzes Kackband. So, alles. Ein Bouquet. Ein Brautstrauß. So.
Damit haben wir das Hochzeitskleid fertig und das ziehen wir auch direkt an. Schminke dich wie Lilly. Verdammt, die sehen aber echt aus wie einige Zwillinge. Nicht schlecht. Ich sollte zunächst mein Gesicht waschen. Die sehen echt aus wie ein. Wow, kranke Sache. So, was hat sie denn für Augenfarbe? Lila. Was wird denn lila? Achso, nee, das ist doch schon lila hier. Genau, das ist lila. Lippen hat sie... Den hier? Den hier? Den hier? Nein, den hier. Das sind für die Wangen, oder? Ja. Ich kenne mich mit Schminke nicht aus, es tut mir leid. Nee, das ist schon richtig, aber da stimmt irgendwas immer noch nicht. Blinze mal, du Blöde. Da stimmt was von den Augenfarben her noch nicht. Oder von den Lippen? Das ist doch von den Lippen her, oder? Gelb, rot... Lila, pink. Nee, das wird sein, oder? Ich habe keine Ahnung, echt mal. Blau, grün. Komm, wir machen den mal zum Clown. Ich kann doch nicht mischen. Was ist denn jetzt daran falsch? Ach, den Kajalstrich, oh. So, so muss das richtig sein. Mit Lila. Irgendwas fehlt hier immer noch. Also der Stift ist schon mal weg. Achso, weil das zu den Augen gehört. Oh Mann, was ist denn das für eine Kacke? So. Now it is done. Nobody will be able to tell us apart. You should go downstairs now, sis. They're waiting for the bride. You may think I'm naive, but I certainly hope you're wrong about Edward. I wish I was. Uiu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 i. Jetzt geht's aber los hier. Na, dann wollen wir mal, ne? Auf geht's. Zur Hochzeitsfeier. La 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 la. La 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 la. Hier kommt die Braut. Und sieht scheiße aus. La 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 la. Have you brought the rings, Lily? Natürlich habe ich die Ringe. With this ring, I thee wed, and pledge thee my troth. Das finde ich gut, und ich ziehe dir jetzt den Ring über, und dann wirst du merken, du hast eine scheiß Einstellung. Bitteschön. With this ring, I thee swear, that I will not let you hurt my sister! My sister was right. You fooled us all. But it's over now. Nothing is over. Lily! There! They ran through the gate. Da ist aber jemand angepisst. So, dann laufen wir mal den hinterher. It's all my fault. Dad, what are you talking about?
I should have told you a long time ago, but I was afraid I would lose you. 25 years ago, I found two babies left in a basket on the side of the road. I had no children, so I took you both and raised as my own. There was a letter in the basket and two charms attached to it. The letter said that those charms would protect you against evil, but I never believed in such magic. Until now, I hid them all inside an angel figurine. Unfortunately, I'm not sure where it is now. I do. Ja, genau. Ich nämlich auch. Take this token. It opens the cover in the figurine bottom. I hope it isn't too late. Ich auch nicht. So, her damit. Oh, du bist so ein Idiot, ey. Papa. So. Ja, mach dir mal Schuldgefühle darüber. Please forgive us. Ja. Are you going after them? Ja, war ich ja gerade dabei, aber ist jetzt gerade immer mit Gestrüpp irgendwie. It's all my fault. Ja, danke schön. Endlich siehst du es mal ein. Aber na gut, ich bin nicht nachtragend, also was soll's. Ich sollte etwas anderes versuchen. Oh, jetzt brauche ich einen Raben dafür. Und das Wimmelbild! Stelle einen nützlichen Gegenstand her. Das. Ich, ja, hier sind sehr viele Teile, die man nicht auf Anhieb sieht. Das ist klasse, sowas. Oh, da kriege ich Kopfschmerzen, mal so viel weiß. Da nicht was. So, das erste haben wir schon mal. Mehr Flügel und mehr Geduld mit mir und dem Spiel. So, zack. Jetzt brauchen wir noch zwei. Komm. Kann ich so an. Das kann doch nicht so schwer sein, die letzten zwei jetzt zu finden. Kätzchen, hilf mir. Sofort. Das kann doch nicht so schwer sein, ey. Ich sehe die. Da ist. Aggression! Noch eins. Da! Alle gefunden. Sehr gut. Amor, Vincitti. Kann ich gleich noch weiterlesen. Holztaube. Ich kann es nicht weiterlesen. Das ist ja klasse. Hallöchen. Was? Wo ist denn da eine Aussparung? Wie soll ich sie denn nur öffnen? Denke mal, jetzt brauchen wir einen Code. Ah, okay. Wie? Jetzt kommt Biologie. Wie entsteht ein Schmetterling? Als erstes haben wir die Raupe. Die Raupe verpuppt sich und daraus entsteht ein Schmetterling. 7. August, es gelingt mir nicht, die Engelsfigur, die Vater mir vor einer Woche schenkte, zu reparieren. Sie fiel auf den Boden und ein Flügel brach ab. Ich weiß nicht, ob ich es ihm sagen soll. Die Figur scheint eine besondere Bedeutung für ihn zu haben. Ich war im Dorf und habe tatsächlich eine Figur gefunden, die meiner zum Verwechseln ähnlich sieht. Ich hoffe, dass Vater den Unterschied nicht bemerken wird. Och Mann, echt. Ich sollte die zersprungene Figur verstecken. Vielleicht kann ich sie in den Stollen vor dem Dorf werfen. Darin liegt so viel Gerümpel, dass die Figur nicht auffallen wird. Oh. Yippie! Das heißt, wir laufen einmal komplett zurück und der Ast blockiert natürlich den Zugang. Das scheint nicht zu funktionieren, der Diamantenohrring. Was können wir denn noch machen? Wo können wir denn noch was machen? Im Hinterhof können wir noch was machen. Ah, natürlich! Mit dem Diamanten schneiden wir das Glas. Oder das Glas. Und da holen wir uns die Axt raus. Das Beil steckt fest. Mm.
etwas anderes versuchen. Was haben wir denn noch? Wir haben nur die Anhänger, oder nicht? Den Griff könnte ich gebrauchen, aber ich müsste zuerst den Nagel herausziehen. Oh, warum macht sie das alles so kompliziert? Da haben wir einen Hammer. 10 Nagel raus, Mann. So. Griff. Das scheint nicht zu funktionieren. Das kommt auch nicht weiter, bla bla bla. Nun könnt ihr den Kopf vielleicht herausklöppeln. Achso, mit dem Hammer, ja klar. Klack, zack, es fehlt ein Stiel, zack, Stiel ran, Nagel drum, Hammer drauf. Beil. So, mit dem Beil gehen wir zum Ast und hauen ihn zu Kleinholz. Gott, hab ich mich erschrocken. Told you so. Bad old moon. An idol. I remember it. But I'm afraid I don't have it now. That nosy kid stole it. Also stole my beautiful wooden box a while back. He loiters around, rummaging through my dugout whenever I take my eyes off it. Last time, I almost caught the bird. He was so scared, he dropped the token that opens the box he stole from me. Ha! So now he's got the box, but he can't open it. You can take the token if you want. It's inside the dugout. Maybe this little thief will trade you for the idol. Alter, hab ich mich erschrocken, du alter blöde Sack. Na gut, aber das machen wir alles im nächsten Part von Let's Play Grimmige Legenden, der Fluch der Braut. Bis dann, haut drin. Habt Spaß beim Spielen und bis dann, euer Headbreaker.